Hallo und herzlich willkommen auf der Caravan in Düsseldorf. Wir schauen uns heute ein paar Fahrzeuge an und wollen einfach mal schauen, welche Neuerungen es dieses Jahr für uns und für euch gibt. Also, let's go! Der Detlefs Global Trail 590, also 5,90 Meter lang, auf Ford-Basis. Ja, ist hier schon ein Bildchen aufgezeichnet, wie man alles umbauen kann. Und dann hat man in der Garage wunderschön viel Platz und auch einen tollen Kleiderschrank, beziehungsweise auch. Oh, man kann die Dusche erweitern, beziehungsweise das Badezimmer erweitern. Toll gemacht. Ja, so kann man denn, hast du gesehen? Kann man die Dusche da reinbauen, indem man das halt verkleinert. Und ja, ein tolles Konzept. So hat man mehr Möglichkeiten, mehr Platz für die Dusche nachher. Der kostet im Grundpreis 58.999 Euro und nachher Preis wie auf der Messe 64.893 mit dem, was alles drin hat. 5,98 Meter lang, Höhe 2,78 Meter. So, jetzt gucken wir uns die mal von hinten an. Ja, relativ große Garage. Das ist für die Gasflasche der Platz. Hier gibt es nochmal zwei so eine Fächer. Ja, und hier ist der Frischwassertank. Schön gemacht. Und man kann das hier erweitern. Man sieht es hier schon. Ja, es ist ausgeklappt. Man kann die Dusche erweitern, sodass man hier nur ein Bett hat, aber dafür hat man einen richtig schönen Duschplatz. Wenn man hier dann schlafen will, dann kann man es jeweils wieder zusammenklappen zu einem Bett. Das gucken wir uns jetzt mal von drinnen an. Ja, hier vorne hat man auch gleich für die Küchenerweiterung. Du hast es auch vorhin so schön auseinander wieder zusammen gemacht, ne? Weißt du noch, wie das geht? Ja. Kannst du uns das mal zeigen? Hier, jawohl. Wunderbar. Ja. Hier hat man auch gleich die Schalter für das Beleuchtungskonzept. Und die Trittstufen. Ja, tolles Beleuchtungskonzept. Ja, die Dinette ist auch, hat auch eine ordentliche Größe, 6 Meter Fahrzeug. Kann den Tisch auch wieder ausklappen. Hier oben hat man auch ein paar Fächer, wo man ein paar Dinge ablegen kann. Ja, und hier hat man auch nochmal zwei Staufächer. Ja, wo man auch Dinge reintun kann. Ganz hübsch gemacht mit der indirekten Beleuchtung hier oben. Küche, wieder zwei Kochfelder. Ja, mit einer Spüle. Ja, hier oben hat man auch nochmal einfach. Ja. Absolut ausreichend. Da oben ist auch nochmal schön, damit das auch hält, ein paar Fächer. Ja, und hier unten drunter gibt es ein großes Fach, das ist auch außergewöhnlich. Ja, hier ist ja, so gesagt, zwei Fächer mit jeweils Schubladen, wo man Besteck und so weiter reintun kann. Also auch sehr schön. Ja, hier hat man mal ein Fach für die Technik. Ja, und hier unten drunter auch nochmal ein Fach für Schuhe etc. pp. Unterm Tisch. Also Staumöglichkeiten hat man ohne Ende. So, jetzt kommen wir hier zum außergewöhnlichen Badezimmer. Das ist wirklich außergewöhnlich. Also normalerweise ist es hier komplett, rüber. Ja, das heißt, das würde jetzt. Ja, mach mal rüber. Warte mal, nehmen wir das weg. Brauchst du die Schiene hier dafür? Das weiß ich nicht, wo die hinkommt. Ah ja. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. So, das wäre jetzt das Bett, ne? Das ist das Bett. Wenn man die Matratzen dann rüberpackt, so, dann klappt man das hoch. Ah ja, das klappt man hoch. Ich weiß nicht, ob das hier noch festzumachen geht, weil das kommt uns immer wieder entgegen hier. Warte mal, klapp mal bitte nochmal zusammen. Bestimmt irgendwo, ne? Bestimmt, ja. Ah ja, dann klappt man es aus. Ja, ah, jetzt okay. Jetzt klickt es nämlich hier oben. Ah, jetzt hält das, ja, okay. Jetzt hält das. Und dann sind
Ah ja, da hast du eine große Dusche und dann machst du den Duschvorhang davor. Fehlt aber was. Ach, das hier kommt hier. Ah. Ja, genau. Und du hast eine richtig schöne große Dusche, ne? Ja, das liegt jetzt hier so rum und dann kannst du duschen. Schön. Kommen wir wieder raus, dann will ich mal Dusche nochmal zeigen, so wie sie ist. Ja, sehr groß. Ne? Sehr große Dusche. Ja, da hat man richtig viel Platz. Dadurch, dass die Dusche in den Raum reingeht und das Bett halbiert wird, kann man wunderbar duschen. Wenn man sie nicht mehr braucht, dann baut man es einfach wieder zum Bett zusammen. Man geht ja vielleicht auch nicht jeden Tag duschen, jeden zweiten. Ne? Und ja, und so geht dann die Schiebetür wieder zu. Da guck mal, die rollt sich hier hinten auf. Siehst du das? Ah ja, okay. Mhm. Ja. Ja, und dann machst du das eigentlich wieder vor. Das andere musst du aufpassen, dass die nicht runterknallt. Genau, dann kannst du wieder halb zumachen, ne? Ja, aber warum das so ist? Ja, da unten ist noch sowas, ne? Das müsste eigentlich da irgendwie festgemacht werden. Nehmen wir an, haben auch schon die Leute ein bisschen gewütet. Genau. Also das Badezimmer hat noch eine Setfort-Toilette. Hat hier noch einen relativ großen Schrank. Kleines Waschbecken. Ein Fenster, ja, wo man auch draußen duschen kann. Ja. Und dann hat man ein gutes Belüftungskonzept. Ja, und hier oben hat man nochmal einen schönen Schrank, wo man jeweils, ich glaube, auch verschieben kann. Ne? Hier an der Seite. Pass mal. Ja, jetzt kann man schieben. Schieben? Ah, ja, stimmt. Genau. Ja, so also kommt man wunderbar in den Fahrrad. Das ist zur Sicherung, wenn man während der Fahrt ist, damit das nicht aufgeht. Mhm. Ja, ein ganz anderes Konzept, aber so kann man auch den Duschraum erweitern und kann das toll nutzen. Ne? Kühlschrank habe ich schon gezeigt. Ich glaube ja, ne? 90 Liter, ne? Mit einem Tiefkühlfach drin. Ja, völlig ausreichend. Völlig ausreichend. Und hier unten ist auch nochmal ein Fach, ja, wo die Technik verbaut ist. Ja, also das Besondere an dem Fahrzeug ist wirklich die Dusche, dass man die hier rausfahren kann, sodass man eine große Dusche hat. So nutzt man das Fach. Hier hin, guck mal. Hier rauf und hier rauf. Ah ja. Und das haben die einfach weggelassen. Ach, und so hält das. So hält das hier. Ja. Schön. Aber, ne? Ja. Hübsch. Klasse gemacht. Schön, ne? Mhm. Ja, das war der Globetrotter 590 von Detlefs.